Herr Oberst, am 9. Mai feiert Russland den Jahrestag zum Sieg über das nationalsozialistische Deutschland. Experten vermuten, dass genau dieser Termin für den Präsidenten Wladimir Putin sehr wichtig ist, eben dafür, dass er einen Sieg vermelden kann. Wie wichtig ist denn dieser Termin tatsächlich? Ja, Sie haben das schon angesprochen. Es ist ein sehr wichtiger Termin für die Russische Föderation. Man feiert da den Sieg der Sowjetunion über das Nazi-Deutschland. Es hat am 9. Mai 1945 die Wehrmacht kapituliert. Und das passt jetzt natürlich wieder in das russische Narrativ hinein, wonach ja die Ukraine zu entnazifizieren wäre. Das heißt, man sieht, dass sozusagen eine gewisse Gleichheit ein weiterer Sieg über einen von Nazis regierten, von Nazis beherrschten Staat. Und deshalb ist die auch sehr große symbolische Bedeutung und sehr große Wichtigkeit jetzt genau für diesen 9. Mai, um erneut den Sieg über ein nationalsozialistisches System feiern zu können, so wie das 1945 die Sowjetunion war.